Jo, ihr Lieben, mit 24 Simoleons starten wir jetzt also in die nächste Folge. Oh, verdammt, bitte reihe bloß nicht hier rein. Ja, so sieht's jetzt also bei uns aus. Oh, verdammt, da haben wir noch irgendwas nicht angeglichen. Das Zimmer von Martin. Ist das jetzt hier nur ein Schatten oder warum sieht das Holz da irgendwie anders aus? Haben wir da ein anderes Holz im Zimmer verwendet? Moment. Rein in den Baumodus und dann gucken wir mal. So, was haben wir denn da? Hartholz, schmiegsam, biegsam. Hartholz, schmiegsam, biegsam. Aber ich glaube, es sind wirklich unterschiedliche Farben. Ich nehme mal den hier und pack den dahin. Tatsache. Ach, shit. Moment. Meine Tochter hat wieder umgestellt. So. Sim4-Steuerung. Oh Gott, oh Gott. 8 Simoleons nur noch. Oh, Au, Backe. Ich hoffe, du malst da gerade einen Knüller. Der hat sonst gar nichts in seinem Zimmer, ne? Haben wir das denn weggeschmissen? Wow. Was ein Kämmerchen. Okay, aber jetzt passt da auch noch ein bisschen mehr rein. Nun gut. So, ihr beiden, ihr dürft mal gerne loslegen. Es ist 8.22 Uhr an einem Sonntagmorgen. Für Miri heißt das, sie muss eigentlich eine wütende Schimpftirade am Computer aufnehmen. Was sich als, glaube ich, immer noch ziemlich schwierig gestaltet, insbesondere weil sie gerade inspiriert ist. Okay, Martin macht gerade quasi seine Kunsttherapie. Oh, wie süß. Ich glaube, Martin malt ein Baby fürs Kind. Ein Bild fürs Kind. Eigentlich, oder? Jo, Mann. Also, ich glaube, da habe ich Liebe für solche Bilder. Oh, Mann. Ob ich jetzt schon beeinflusst werde von dem kleinen Scheißer, der hier irgendwann rumrennt? Ja, sieht so aus. Oder du verkaufst das, wenn das so richtig wertvoll ist. Ich denke mal, er sollte vielleicht das erste Bild dann für das Kind malen, wenn das Kind auch da ist, ne? Und noch nicht in so einem frühen, naja, vielleicht auch nicht so frühen Stadium der Schwangerschaft. Wo ist jetzt Miri? Miri sitzt am Computer in ihrem neuen Reich. Oh nein, da fehlt uns auch noch was. Das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Die haben hier gerade diese Rehgipswand hingezimmert, dieses Rehgipsgeländer hingezimmert, damit mit dem Baby nichts passieren kann. Aber ansonsten... Oh, wartet mal, was ist denn hier los? Ich glaube, wir müssen es doch nochmal ganz kurz hier ändern. Und zwar haben wir die Dusche hier komisch stehen, ne? Wobei man da so schon rauskommen kann. Okay, wartet mal. Wir machen das ein ganz kleines bisschen anders. Und zwar folgendermaßen. Das Klo packen wir mal hier hin. Erst einmal. Das Waschbecken packen wir erst einmal... wieso geht das da nicht hin? Na gut. So, das wird hier erstmal gedreht und erstmal so dahingestellt. So, dann der Spiegel muss da weg, sonst können wir sehr wahrscheinlich die Dusche da nicht vernünftig hinstellen. Genau. So, und um aus der Dusche rauszukommen, alles klar, müssen wir das so machen. Dann machen wir Folgendes. Stecken das da hin. Wo ist denn eigentlich unser Klorollenhalter? Ich bin mir sicher, dass wir einen hatten. Da ist der. Ach, deswegen konnten wir da jetzt auch gerade nicht hin. Erstmal dahingestellt. Jetzt hier neben die Toilette gehängt. Das funktioniert noch sehr gut. Und, ach, guck mal, dann ist man auch so ein bisschen vor den Blicken von draußen geschützt, wenn man da in der Ecke sitzt. Und dann können wir das hier ein bisschen schöner in die Mitte schieben. So. Und den Handtuchhalter, so daneben. Handtuchhalter, nur der Handtuchhalter. Ah, da so oben hin. Okay, dann haben wir nämlich noch die Möglichkeit, vielleicht hier unten oder irgendwo so einen Wäschekorb und so hinzustellen, ne? Und zwar ohne, dass die Sachen gleich stören. Jipp, so können wir das lassen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, 8 Simoleons. Können die eigentlich miese machen? Ich hoffe, die haben noch Essen im Kühlschrank. Gut, ja, Miri macht immer noch Heimarbeit, ne? Macht die jetzt so lange Heimarbeit, bis die es geschafft hat, ihre Schimpftirade am Computer aufzunehmen. Aber wisst ihr was? Vielleicht wird die wütend, wenn wir etwas machen, wovon ich jetzt mal noch nichts erzähle. Aber der Martin, der ist fertig. Oh mein Gott. Martin, wo bist du hin? Martin ist selbstsicher auf der Toilette. Ist okay. Wir gucken mal, was das Ding für einen Wert hat. Ah, Moment.
Drüber scrollen reicht. 273! Pop-Art. Oh, mit so süßen Häschen. Aber das können wir nicht verkaufen. Das geht einfach nicht. Was ist mit dem hier? Moment. Oh, das kriegen wir auch für... Das kriegen wir auch verkauft. Für 280. Wisst ihr was? Dann verkauft er das hier bitte. Und zwar an einen Sammler. So, nicht an die Kunstgalerie. Und wer kriegt jetzt hier gerade einen Anruf? Du hast gerade was gehört. Ah, in der Stadt findet ein Flohmarkt statt. Wie schön. Ich glaube, die beiden können sich gerade aber gar nicht so richtig was leisten. Ah, richtig. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal erstmal Folgendes. So. Komm mal rauf zu Miri. Helfen eine schlechte Beziehung zu kitten? Nee, aber er kann mal nach dem Entbindungstermin fragen, ob sie schon eine Idee hat, wann das Kind vielleicht kommt. Das würde mich nämlich jetzt auch interessieren. 15 Follower hat sie bekommen, weil sie ihren Sozialstatus, soziale Medienstatus geändert hat. Oh, was ist mit Martin? Er kommt zu spät zur Arbeit. Ist es das hier? Mein Boss ruft an, soll ich rangehen? Klar, oh wei. Oh wei, was kommt denn da jetzt? Ja, das lass mal, das andere lass auch. Das ist jetzt mega wichtig. Und was ist jetzt mit Miri? Miris Boss ruft auch an, oder was? Nee. Kann es sein, dass er gerade oben mit dir mit dem Boss redet? Oh, tatsächlich. Jo, Miri, hör mal, ich habe gleich vielleicht eine Überraschung für dich, aber erstmal muss ich wie die Feuerwehr zur Arbeit. 10.47 Uhr, deswegen. Ah, fehlt bei der Arbeit. Ja, alles klar. Geh doch zur Arbeit. So, tschüss. Richtig. Okay, Miri. Guck mal, da ist noch angegessenes Essen. Es ist sogar ausgezeichnet. Wie steht's denn bei dir mit dem Hunger, ha? Ach, so ein bisschen könnte man davon doch schon was essen, oder? Von dem Rührei mit Speck. Martin ist zur Arbeit. Wunderbar. Zu spät, aber nun ja. Ist zur Arbeit, genau. Jetzt können wir auch nicht mehr gucken, was er hier machen wollte. Inspirierende Kunst. Herrlich sauber und geschmeidiges Getränk. Er hatte ein geschmeidiges Getränk. Und das hat ihm den Tag angenehmer gemacht. Ach, das ist ja interessant. Hoffentlich war das jetzt aber nicht die Medizin, ne? Wenn das als geschmeidiges Getränk gilt, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt Miri mal runter oder was wollen wir mit ihr machen? Zweites Trimester. Miri ist jetzt im fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft. Freut sich darauf, Mutter zu werden. Im Ernst? Drittes Trimester in 22 Stunden. Ach du Schande, das geht viel zu schnell. Das geht echt alles wirklich ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Aber okay, ich kann es nicht ändern. Bei den Sims ist es einfach so. Komm, Miri, räum erstmal weg. Räum erstmal weg. Tja, und dann müssen wir immer noch wütend werden. Mal gucken. Was ist denn, wenn sie ihn anruft? Was ist denn, wenn sie ihn anruft? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Was ist denn hier schon wieder los? Oh, nö. Jetzt ist gerade oben das Bad fertig geworden. Jetzt geht hier unten alles in die Brüche. Ist toll. Und die Blase drückt. Ja, trotzdem müssen wir das hier reparieren. Ich denke, das kriegt sie noch hin. Der Bauch ist jetzt noch nicht so groß. Aber spätestens im dritten Trimester brauchen wir dann... Oh Gott, die läuft aber schon so ein bisschen. Ah, oh, okay. Also wartet mal. Oben das Bad ist jetzt fertig geworden und hier unten geht alles in die Brüche. Na, ist ja toll. Okay, also wenn ich mich nicht um alles kümmere, ne, dann wird es wohl doch noch eine Krise geben mit dem Martin. Also wollen wir das mal hier reparieren. Dann wird er sich sicherlich freuen. Naja, und eigentlich hat er schon recht, auch wenn er gedacht hat, dass Akira der Vater ist. Wahrscheinlich sollte ich's Andy schon sagen. Aber auf gar keinen Fall werde ich mich mit ihm wieder vertragen. Auf gar keinen Fall. Jo, verwende das mal. Ja, dann geh doch zum Klo. Wo ist denn eigentlich der Müllhaufen, der hier jetzt eigentlich dabei hätte produziert werden müssen? Wo ist der hin? Ich sehe keinen. Ha. Normalerweise kommt doch dann so ein Müllhaufen. Ich habe keinen gefunden. So, nicht vergessen, das Ganze abzuspülen. Der ist zwar super pingelig und spült so oder so nochmal ab, aber und aufwischen wäre auch voll nett. Auch wenn du das jetzt nicht gewesen bist, sondern der Martin. Machen wir das doch einfach weg, genau. Aus Nettigkeit. So, und die Musik machen wir uns vielleicht auch wieder an. Einschalten. Den Kinderkanal? Nein, noch nicht. Berieselung. So.
habe ich denn heute Scheiße an den Händen oder was ist los? Also am Mauszeiger. Ja, dann doch nicht. Dann halt doch keine Musik, dann erstmal reparieren. Sorry, Miri, tut mir leid. Ja. Hier sind wohl Kobolde am Werk, hä? Dabei hat unser Haus überhaupt gar keine Merkmale bekommen. Ich habe es einfach komplett ohne Merkmale gelassen. Insofern, naja. Gut, Miri ist noch ein bisschen beschäftigt, ja. Der Andy, hä? Die Nummer von ihm habe ich ja noch. Ich habe ihm ja gestern erst einen Telefonstreich gespielt. Aber das war auch nötig. Ich brauchte da dringend irgendeine Art von Befriedigung. Aber ob ich ihn wirklich anrufen soll oder ob ich vielleicht lieber gleich vorbeigehe? Ich weiß noch, wo er wohnt. Er wohnt in San Mishuno. Da ist übrigens jetzt ein Haufen. Da können wir jetzt mal Teile plündern, genau. Und direkt mal überprüfen, ob das Ganze hier jetzt auch funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. Und wegwerfen. Sie ist noch recht sauber, ne? Ja. Okay. Ach Gott, oh nee, wirklich. Sie schmeißt den Müll weg und wird kokett. Ich verstehe das nicht. Das ist aber nicht die Grundstimmung, mit der ich zum Andy fahre. Wirklich nicht. Aber die wird immer dicker. Je länger wir das auf die weite Bahn schieben, desto schlimmer ist das. Okay, es ist nicht eitel Sonnenschein, ich weiß. Gibt's nicht irgendeinen Ratgeber oder so? Für meine Situation? Vielleicht muss ich auch einen Anwalt einschalten oder so. Ich meine, auch wenn ich das Baby behalte, weil das ist ja schließlich meine Entscheidung. Also, das ist mir doch egal, was Andy will oder nicht will. Soll sich auch gar nicht richtig drum kümmern. Ich meine, ich schaff das schon, wenn der... Oh, wenn der Martin wirklich bei mir ist, dann... Naja, wird das schon irgendwie klappen. Was sagt bloß der Akira? Ich rufe ihn vielleicht einfach mal kurz an. So, wir könnten plaudern. Gesellschaftliches Ereignis? Oder wir fahren vorbei? Nein, ich glaube, mit dem Akira muss ich das selber... muss ich das selber ausmachen. So, ich würde sagen, alleine reisen... Richtig, wir haben hier Sonntagnachmittag. Martin ist auf der Arbeit. Nur zum Andy. Da will Miri den Martin vielleicht mitnehmen. Halte ich für eine gute Idee, damit ein bisschen Rückendeckung hinzugehen. So, und zwar, hier würde nämlich der Andy wohnen. Der Andy wohnt hier in diesem Gebäude, hier in den Culpepper Apartments. So, und unser Akira, der wohnt doch auch hier. Moment, wo wohnt denn der? Oh shit, wo wohnt denn der Akira nochmal? Oh Gott, wo wohnt denn der Akira nochmal? Spitzenapartments, eine Einheit verfügbar? Nee. Du wolltest doch jemanden verdammt, wo wohnt denn der? Hier? Oh, shit. Na gut, wisst ihr was? Wir rufen ihn an. Er soll vorbeikommen. Das funktioniert genauso gut. So, und zwar soziale Kontakte einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Und zwar mit dem Akira Kibo. Genau, richtig. Und zum Andy werden wir vielleicht hinfahren. Das macht vielleicht mehr Sinn. Hallo Akira, wie geht's dir denn? Hast du vielleicht Lust, vorbeizukommen? Weißt du, ich habe eine Neuigkeit für dich. Er wird gleich da sein. Oh nein. Oh wei, was der wohl sagt. Okay, ich bin gespannt. Er wird mich bestimmt nicht mehr mit Rosen überhäufen, oder? Tür ist abgeschlossen, genau. Nee, nicht abschließen. Du musst ihn bitten, reinzukommen. Moment. Bitten, Baby zu füllen? What? Große Neuigkeit erzählen. Okay, es geht ja nicht anders. Wir erzählen es ihm direkt an der Haustür, oder? Nein, er kommt rein. Oh Gott, und er ist so verliebt gerade in Miri. Akira, hallo, hier bin ich. Der hat gedacht, das ist jemand anders. Ja, der hat gedacht, das ist jemand anders. Wo geht der hin jetzt? Kommt der jetzt auch wieder runter?
Ich glaube, ich höre ihn. Ja, da kommt er gerade die Treppe wieder runter. Der erkennt die Miri nicht wegen des Bauches. Oh, hallo Akira. Oh, Entschuldigung, wartet mal. Jetzt geh doch mal. Komm doch mal hier zu ihm hin. So, und jetzt nochmal. Oh, Miri, was, bist du es? Was ist mit dir passiert? Nee, nichts, ersten Kuss geben. Die große Neuigkeit erzählen. Akira, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Oh, wei, okay. Er freut sich darüber. Slaboon, Kalahosha. Ey, Miri, ist da irgendwas passiert, von dem ich wissen müsste? Oder so, Ach, weißt du, Akira, das war noch vor dir. Das war so eine Schmeißfliege. Du erzählst mir doch gerade einen vom Pferd, oder nicht? Oder vom Panzer, oder nicht? Wo ist denn dein Malerfreund? Ist der etwa der Vater? Haha, jetzt lass uns doch mal reinen Tisch machen. Ja. Irgendwie hat er nicht so reagiert, wie ich das erwartet hätte. Sims scheinen nicht sauer zu werden, wenn sie hören, dass ein anderer Sim, in den sie verknallt sind, plötzlich schwanger sind, so. Nee, ganz im Gegenteil. Hör mal, lass einfach wegmachen, okay? Und dann, tja, weißt du, dann kannst du auch wieder Süßigkeiten essen und so, weißt du? Also, aber wenn du jetzt noch mehr frisst, dann wirst du noch dicker, weißt du? Wie so ein Lama. Oh, okay, das war nicht sehr nett von ihr. Okay, Moment. So geht das mal nicht. Richtig, so was kann er nicht sagen hier, ja? Akira, hast du das jetzt gerade im Ernst gesagt? Ich soll das Baby wegmachen lassen? Du bist ja wohl bescheuert. Ja, aber trotzdem ist da noch so eine komische... Ja, so... Ja, weißt du, wenn du das wegmachen lässt, weil dann kann ich dich auch weiter lieben. Und dann kannst du auch wieder Sport machen, weißt du? Und dann und so mit mir in meinem Apartment mit meinen Girls, weißt du? Alles klar. Akira stellt sich gerade als Arschloch raus. So geht das nicht. Was ist mit dir los? Huch. Nurchel. Lumbuk Myrna Waj. Nee. Flohain Kampel Espa Scoob. Also echt, Akira, wir sind doch nicht verheiratet oder so. Kalumba. Also sowas kannst du mir doch nicht erzählen. Boah, der macht aber hier einen auf, wow. Der stellt den absoluten Flirt-Turbo ein. Ist sie jetzt müde und will ins Bett gehen? 17.30 Uhr. Jo, sie will zumindest ein Nickerchen machen. Oh, vielleicht kommen wir dann einfach mal hier hin, setzen uns mal hier hin und reden mit dem Akira. Der ist auch ziemlich angespannt. Warum denn eigentlich? Obwohl doch der Fernseher lief. Ist ja interessant. Nee, renn mal nicht weg, Akira. Fang bloß auch nicht an, hier irgendwelche technischen Dinge über unser Radio herauszufinden. Von einer Idee erzählen. Vielleicht hat er das mitgekriegt, ne? Wir wollen ihn auch mal, andeuten, dass das Mutter ein Lama sein. Akira verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Also Sachen gibt's. So, wir brüllen ihn jetzt erstmal an. Ein Röntchen anbrüllen, weil er so eine Scheiße gelabert hat. So. Hör mal, Akira, was du da gelabert hast, ne? Das ist echt voll Kacke. Hör mal, hast du jetzt eine kalte, also eine feuchte Hose bekommen oder was? Nur weil die Miri jetzt ein Baby kriegt oder wie? Das ist halt nicht von dir, aber das ist doch nicht dein Baby. Also kannst du auch nicht entscheiden, was du damit machen kannst. Ja, setz dich nur hin, da reden wir da mal drüber. Genau. Also, hör mal. Wir sind jetzt vielleicht beide in einer etwas komischen Situation, ja? Also ich bin in der Situation, eine Freundin zu haben, die bei mir wohnt und ein Baby kriegt. Und du bist in der Situation, dass deine Möchtegern-Loverin jetzt ein Baby kriegt. Aber damit musst du genauso klarkommen wie ich, Mensch. Genau. So, aber entschuldigen werden wir uns jetzt mal nicht. Schubsen! Ach du Schande, was ist denn hier los? Wir wollen den doch nicht schubsen. Wir können höchstens noch mal ein bisschen gemein zu ihm sein. Wir können mit dem streiten, genau. Oh.
Alles klar, Akira war das also sichtlich unangenehm. So, der kommt jetzt zurück und ist, glaube ich, wütend. Das gibt's nicht. Wieso haben wir den jetzt wütend hingekriegt? Hä? Warum haben wir den jetzt wütend hingekriegt? Gibt's doch nicht. Der will ein Buch lesen. Spielt ja wohl. So, genau. Hier, wir sollten mit ihm im Streiten. Da. Streiten wollen wir mit ihm. Ach so, wir wollen mit ihm streiten. Da müssen wir noch ganz genau sagen, worüber wir mit ihm streiten wollen. über die Karriere, ja. Ich glaube, das ist das, was wohl am allerersten passt. Ja, ist angespannt. Und Akira ist wütend. Ganz genau. Nein, Miri ist schon wieder krank. Das gibt's nicht. Oh, Kacke. Was hat die denn mit dir für eine Krankheit? Sie sieht aus, als wäre die von Außerirdischen gezeichnet worden, ehrlich. Genau, sie ist zwar energiegeladen, aber... Hä, sind das irgendwelche Pocken, weil sie Krankheit mit Medizin heilen? Ach so, alles klar, gut. Wisst ihr was, dann... Wir haben ja noch... Wir haben ja noch eine Medizin mehr gekauft. Moment, das machen wir gleich. Wobei, wir können ihre aktuelle Situation mit der Krankheit eigentlich ganz gut nutzen. Ne? Was wollten wir hier machen? Auf Wiedersehen? Nee. Wir wollten ihm eigentlich jetzt auch noch mit ihm streiten, so ein bisschen. Vielleicht ist sie gerade auch schlecht drauf. So, streiten. So, über Karriere streiten, genau. Mike, wie willst du überhaupt noch Geld verdienen? Und ihr beide, finanziell seid ihr doch dann voll am Arsch, oder was? Also, für Flieger könnt ihr euch nicht mehr leisten. Echt nicht, Aber, Baba, ich hab da echt Dampf auf der Tube und jetzt ist die Alte schwanger, oder was? Hör mal, so kannst du mit der Miri nicht reden. Und überhaupt, unsere finanzielle Situation geht dich mal gar nichts an. Was? Auch noch immer was? Über Geld machst du dir Gedanken? Also ich dachte eigentlich, dass du das gut aufgenommen hast vorhin mit der Schwangerschaft. Aber jetzt sowas hier? Oh, ich werd wahnsinnig. Was habe ich mir eigentlich gedacht, was du für einer bist? Genau, wir machen da ruhig noch weiter. Streitet mal ordentlich weiter. Genau. Weiter über die Karriere streiten. Du bist gerade so richtig schön in Angriffsstimmung, oder? So energiegeladen und krank, wie du gerade bist. Energiegeladen, krank und schwanger. Ha, das ist die beste Kombination, um sich jetzt mit Akira so richtig zu verkrachen, oder? Was macht denn der? Geht der jetzt? Der ist sogar sehr wütend. Alles klar, gibt's da eine Steigerung von sehr wütend bei denen? Aber Miri wird nicht wütend. Warum ist denn die nicht hier zum Erweitern klicken? Ah, sie ist wütend plus eins. Okay, wir müssen, glaube ich, weitermachen. Wir müssen noch weiter streiten. Oder wir, genau, wir schmeißen ihm jetzt mal verbotene Wörter um die Ohren. Also echt, Akira, und wenn ich mir überlege, dass ich beinahe mit dir geschlafen hätte, du bist ein alter Hornochse. Das war jetzt voll das awesome, gemeine, verbotene Wort. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja hier auch noch bei YouTube, das darf man auch nicht vergessen. Verdorri. Genau. Wir müssen mal ganz kurz hier mit dem Martin, hatte doch die Medizin in seinem Inventar, genau. Die holen wir mal raus und stellen wir mal da hinten hin. So, damit die Miri die später nehmen kann, wenn er wieder weg ist. Und sie fühlt sich unwohl, ja, aber sie fühlt sich unwohl, weil sie dringend zum Klo muss. Okay, bevor sie da jetzt gleich auf den Stuhl pinkelt. Was ist mit dem hier? Der ist energiegeladen? Warum? Der war doch gerade noch wütend. Oh je. Was ist mit ihr? Was hat sie da? Sind das die Auswirkungen von Krankheit? Müde, unwohl übrigens. Ihr wütend ist wieder weg. Ja, dann geh doch, Kind! Mann, Miri. Mein Gott, diese Flecken überall. Das ist jetzt aber fortgeschritten, oder? Sind die anfälliger vielleicht? Oh, jetzt wird sie langsam wieder wütend. Ja. Nee, geh bloß nicht weg, Akira, ne? Akira, bleib hier. Oh, yo, du bist doch nicht mehr zu retten. Akira, bist du wahnsinnig, raus mit dir, du Idiot.
Ach, ich hab's doch gewusst. Ach, ist ein Trampeltier. Das hätte ich ja jetzt. Ach, Mann. So, los, streite mit ihm. Also wir dürfen ihn, glaube ich, nicht, nicht einfach nur blöd anmachen oder so. Wenn wir schon mal bei, der Karriere waren, dann können wir gleich mit Politik weitermachen. Ich hoffe, dass Idioten wie du niemals an die Macht kommen. Fang bloß nicht an, eine politische Karriere einzuschlagen. Ha, von den Medien zur Politik ist für dich auf jeden Fall der schlechteste Weg. Kubar!